herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird das mal in Form von einem Vlog passieren. Und ja, heute ist Freitag, der 20. April und ich habe heute frei. Und ich habe heute so viel vor, das ist echt der Wahnsinn. Also ich möchte heute auf jeden Fall als allererstes mal einkaufen fahren, weil mein Kühlschrank ist sowas von leer und ich kann nicht frühstücken, deswegen einkaufen. Dann möchte ich auf jeden Fall danach mit dem Auto noch in die Waschanlage. Und ja, Hausarbeit habe ich heute auch noch sehr, sehr viel. Ich möchte noch Wäsche waschen und durchwischen. Und eigentlich habe ich auch so viele Sachen, die ich nicht mehr anziehe, die ich mal aussortieren könnte. Also das wäre auch mal so eine Maßnahme für heute. Aber ich habe dafür ja noch das ganze Wochenende Zeit und deswegen weiß ich nicht, ob ich das heute schon mache. So, dann soll es ja heute ziemlich warm werden. Also wir haben es gerade 9.13 Uhr hier in Deutschland und es soll ziemlich warm werden. Das heißt, ich werde heute Nachmittag auch mit dem Fahrrad rüberfahren zu meinen Eltern und das wird wahrscheinlich die meisten von euch interessieren. Wir haben einen kleinen neuen Hund und den werde ich euch mal vorstellen. Ja, so, das ist erstmal heute der grobe Plan für den Tag. Ich hatte eigentlich noch viel mehr geplant. Jetzt ist es weg. Nein, mir fällt das auf jeden Fall im Laufe des Tages wieder ein. Macht nichts. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Ich bin auch mal gespannt, was ich heute so alles mitfilmen werde. Und vor allem, wenn das Video online kommt. Ich war nämlich die letzten 2 oder 3 Wochen so ein bisschen im Zocken gefangen. Kann man das so nennen? Ich glaube schon. Im Zocken gefangen und deswegen kam hier ein bisschen wenig. Aber es wird besser. Es kann nur besser werden. So, okay. Hier möchte noch jemand Hallo sagen. Guckt mal hier. Hallo, Sina. Ja. So, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bis nachher. So, also, das Wetter draußen ist absolut Bombe. Und ich würde sagen, es ist noch nicht zu warm, deswegen fange ich einfach doch mal mit dem Ausmisten meines Kleiderschrankes an. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So machen wir das. Es war echt wirklich sehr lange eines meiner Lieblingsteile, aber das Problem ist einfach nur, A, der Geschmack verändert sich und B, ist das auch ein ganz schlecht, einfach nur abgeschnittener Stoff und das ist echt voll mies. So, die meisten Sachen werde ich übrigens nicht wegschmeißen. Ich habe jemanden, der ist noch ein bisschen kleiner wie ich und dem durften viele Sachen passen und ja, derjenige sucht sich dann halt das aus den Sachen raus, was ihm noch gefällt und der Rest, der kommt dann, je nachdem, ob das noch gute Qualität hat oder noch gut aussieht, es kommt dann noch in die Kleidertonne. Also, es kommt nichts weg. fast nichts.
meine Lieblingsband. Wisst ihr, es gibt im Leben trotzdem so gewisse Dinge, die wird man ewig behalten. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Hand gerade ein T-Shirt von mir aus der Grundschule. Ich zeige es euch mal. Da haben Tatsache alle beim Abschluss von meiner Grundschule aus der Klasse auf diesem T-Shirt unterschrieben und es ist echt eine schöne Erinnerung. Das war der, oh mein Gott, da steht sogar das Datum drauf. Das war der 23.06.2004. Das heißt, es war ein Tag nach meinem Geburtstag. Voll süß, Mann. Das sind so die Momente, wo man das Zeug sieht und dann sich wieder mal drüber freut, weil man das A lange nicht gesehen hat und weil das B Erinnerungen hochruft, ne? Das ist voll cool. Das ist voll cool. Das ist richtig cool. Jahre später. Diese Idee komplett auszumisten, die ist mir letztens gekommen. Ich habe nämlich ein Video von Jana Klar gesehen. Das hat den Titel, wie Minimalismus mein Leben verändert hat. Und in dem Moment, wo ich das Video geguckt habe, fiel mir ein, ja, eigentlich habe ich auch erstmal viel zu viele Sachen und generell viel zu viel Scheiß, oder man hat generell sehr viel Scheiß rumliegen, wo man nicht weiß, naja, braucht man das nochmal? Naja, vielleicht braucht man das ja nochmal oder irgendwie später. Und ja, man legt es halt wieder zurück, ohne zu wissen, wird man das jemals wieder benutzen. Und auf jeden Fall habe ich jetzt so damit angefangen, heute bei mir auszumisten. Ich habe mit meinem Kleiderschrank angefangen. Und ja, mal gucken, was in den nächsten Tagen noch so kommt. Auf jeden Fall die Sachen. Ich habe jetzt ganz viele Sachen aussortiert, war das noch? Das alles. Hi! Hey! Ja, du bist eine Diva, ne? Auf jeden Fall, das alles geht zu der besagten Person. Und das alles da unten ist einfach nur alt und abgetragen und nicht mehr schön. Und kommt weg. Also auf jeden Fall, Fazit, man schleift in seinem Leben eigentlich viele Sachen mit rum, die man früher, also oder die man früher oder später sowieso wegschmeißt und die man sowieso nicht mehr braucht. Pauline! Sina ist auch da, die hat sich auch dazu gesellt. Hallo. Oh, stellt nicht scharf. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr öfter mal Vlogs sehen wollt. Guckt mal, wie schön wir hier wohnen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Nochmal zum anderen Fenster. Hier ist auch so extrem grün. Da unten, da liege ich immer mit meinem Liegestuhl. Aber gut, okay. Heute fahren wir mal zur Familie rüber, gucken den Hund an und ich nehme euch mit. Oh mein Gott, absolut der Wahnsinn, das Wetter. So, ich würde sagen, auf geht's. Hallo. Oh, heute ist auch heil. Na?
Na super, kaum macht man die Decke breit, ne? Passiert genau das. Und der Hund so? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Loki, komm mal her. Komm mal her. Was ist das? Was ist das? Naja, was ist das? Was hast du getan? Was hast du getan? Deine Decke schmutzig. Ja. Auch wenn du nicht so klein und niedlich wärst. Wenn du nicht so klein und niedlich wärst. Jetzt müssen wir dir noch abgewöhnen, das Zwacken, hä? Das müssen wir dir noch abgewöhnen. Sitz, 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 rein. Gib mir. Was ist die Loki gleich nochmal für Rasse? Was ist Loki gleich nochmal für Rasse? Stafford? Labrador? Labrador. Loki. Das war ein feuchter Hundekuss. Jetzt ist das Hundchen müde gespielt. Ne, Loki? Süße. So, jetzt geht's auf jeden Fall wieder auf nach Hause, denn ich muss noch einkaufen. Ich war nämlich immer noch nicht. Da passt der Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Aber ich mache das jetzt noch, auch wenn das Wetter zu geil ist. Aber ich habe Hunger. Ich werde mir, glaube ich, unterwegs auch noch was holen. Aber gut. Ja, bis dann. Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade vom Einkaufen endlich zurück und das waren Tatsache 30 Grad. In den Fällen bin ich so froh, in den warmen Tagen, dass ich eine Klimaanlage im Auto habe und deswegen ist es halt so schlimm. Ich zeige euch einfach mal, was ich gerade gekauft habe. Es ist zwar nicht wichtig, aber nee, why not? Also, meine Handtasche. Ich bin ja so ein Typ, ne? Der hat nicht viele Handtaschen. Auch wenn das nicht frauengerecht ist, ich habe nicht viele Handtaschen. Und wenn, dann musste mir auf Anhieb gefallen. Hier ist ein bisschen was Chinesisches drin vom Chinesen zum Mittag. So, Kühlschrank. Brötchen. Ach, das räume ich gleich ein. Milch. Pizza. Ich müsste mich vielleicht mal ein bisschen gesünder ernähren. So, dann Kätzchen. Nochmal Kätzchen. Monte. Ich liebe Monte. Dann habe ich Äpfel. Das ist die Sorte. Ach hey, Moment. Crimson Snow steht drauf.
Dann habe ich noch so eine Hühnerbrühe. Dann mache ich mir eine leckere Suppe. Butter, Waschzeug, Grillzeug. Denn wir wollen nämlich morgen grillen. Ich habe meinen Eltern erst aufgeschnappt. Hier, wir grillen morgen. Ich hole das Zeug. Nochmal eine Milch. Nüsse. Ich esse hier keine Schokolade. Ganz einfach, weil es mir vom Geschmack her nicht schmeckt. Ich esse gern herzhafte Süßigkeiten. Dann haben wir hier Moskauer Eis. So lecker. Kinderpingui. Ich brauche nämlich immer in meiner Brotbox auf Arbeit die volle Vielfalt. Bratwürste. Käse. Jo, okay. Dann haben wir hier noch Bockwürstchen. Dann noch Bauchscheiben zum Grillen. Knacke. Meine Wurst fürs Brötchen. Eine Gurke. Und zwei Milchreis. Dann haben wir unten. Dann habe ich unten im Auto noch Katzenstreu und Getränke. Alles das, was eigentlich für die erste Husche zum Hochnehmen zu schwer ist. Beziehungsweise erstmal das alles hoch, was in den Kühlschrank muss. Und dann irgendwann, wenn ich Lust habe, hole ich die zweite Husche. Ob nur heute oder morgen. Egal, im Auto wird eh nichts mehr schlecht. Oder jedenfalls das, was unten ist, wird nicht schlecht. Und ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich sowas öfter machen soll, ob ich euch in meinem Tag mitnehmen soll oder ob wir auf dieser lustigen Art Video, bei dieser lustigen Art Video bleiben sollen, wie hier 10 Anmachsprüche oder ja, Jugendwörter raten, was wir bis jetzt so hatten. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben und wenn ihr das wollt, könnt ihr natürlich auch ein Däumchen nach oben da lassen. Da würde ich mich super drüber freuen. Und dann sehe ich auch, dass es euch gefällt, was ich mache. Und ja, ich hoffe, ihr habt heute auch so schönes Wetter wie ich. Das ist nämlich Wahnsinn. Könnt ihr mal auch mal unten in die Kommentare hinschreiben, ob es für euch auch so schön war. Ich bin ganz aus der Puste. Oh mein Gott. Es wird zur Ruhe kommen. Ich bin nämlich gerade die Treppen mit dem Einkauf hoch und da bin ich noch aus der Puste. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, dass ich sehe, okay, das ist ganz gut geworden. Und dann sehe ich vielleicht, danach entscheide ich dann, ob wir das vielleicht nochmal machen oder ob eure Kommentare sagen, nee, lass mal, bleib mal bei dem Alten und dann, ja, schaue ich einfach mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!